Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich am Deutschen, im deutschen Film, auch am dritten Advent. Toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und ich kann Ihnen schon mal versprechen, das lohnt sich sehr, denn wir haben zwei ganz wunderbare Filme heute hier. Unser Hauptfilm ist vielfach preisgekrönt, jetzt eigentlich fast schon im Wochentag, kann man sagen. Eva reist um die Welt. Schon mal ein Applaus, dass sie hier ist, extra aus Macau zu uns gekommen jetzt. Toll, dankeschön. Genau, aber wir haben tatsächlich heute auch noch Gäste zu unserem Vorfilm, denn Sie wissen ja, wie es bei uns läuft. Wir zeigen nicht nur einen Hauptfilm, den wir besonders herausragend aus dem aktuellen deutschen Kinogeschehen halten, sondern tatsächlich auch einen, der vielleicht in irgendeiner Weise atmosphärisch oder thematisch dazu passt. Und das ist in dem Fall heute Parkplatz Liebe. Auch da haben wir Gäste da. Zuerst möchte ich aber noch danken EPD Film natürlich, weil das ist, was tut sich im deutschen Film, immer in Kooperation. Deutschlands führende Fachzeitschrift, die hier in Frankfurt auch sitzt. Und Ulrich Sonnenschein, der Autor von EPD Film und gleichzeitig Moderator bei HR2, wird nachher das Gespräch mit Eva Trobisch führen. Ja, aber wie gesagt, jetzt zunächst zum Kurzfilm, den wir vorab zeigen. Wir freuen uns sehr, zu Parkplatz Liebe den Regisseur Peter Meister hier zu haben und seine Hauptdarstellerin Anna Böger. Willkommen bei uns in Frankfurt. Hier sind auch Mikros für euch. Kommt vielleicht zu mir rüber, ins Licht ein bisschen. Genau. Peter, du hast gerade den Hessischen Filmpreis mit dem besten Kurzfilm gewonnen, Menschenjagd. Aber das, was wir heute sehen, das ist quasi der Anfang. Dein, glaube ich, erster Kurzfilm, oder? Ja, genau, war mein erster Kurzfilm. Ich habe die Anna auch lange nicht mehr gesehen. Und wir haben gerade festgestellt, ich glaube, wir haben ihn gedreht 2012. Also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ja, ich glaube, dazwischen habe ich jetzt 5 Kurzfilme insgesamt gemacht und Menschenjagd war jetzt gerade der letzte, ja. Wie war das denn, wenn du zum ersten Mal bei einem, also wenn ein Regisseur zum ersten Mal einen Film macht und du dann da angefragt wirst, ist das nochmal was Besonderes, geht man da anders ran, weil man denkt, ja, mal gucken, wie das Debüt wird? Nö. Wie ist er denn auf dich zugekommen? Wir haben telefoniert, ne? Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe dich ganz klassisch per Agentur, ich kannte dich aus... Und hast mir das Buch geschickt? Ist total komisch, mit dir zusammen zu sprechen, wenn man dieses Mikrofon... Ja, stimmt, das war ganz lustig. Wie war es denn? Es war ganz gut. Nee, er hat mir das Buch geschickt, ich fand das Buch super und dann haben wir uns getroffen und dann gedreht zusammen, ja. Und das ist jetzt eben 6 Jahre her. Wenn man das dann sieht, er hat bis dahin, also Peter hat ja ganz viele Kurzfilme gemacht, verfolgst du das dann auch weiter, wie sowas dann geht? Ja, klar. Und jetzt planst du ja auch einen Langfilm, habe ich gelesen. Genau, ja. Ich hoffe, also ich habe jetzt die Zusage vom kleinen Fernsehspiel und schreibe auch gerade noch ein zweites Buch, das ich hier auch in Hessen drehen will auf jeden Fall in den nächsten 1-2 Jahren. Mal gucken. Und ja, bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass jetzt der erste Langfilm dann klappen wird. Ja. Sehr cool. Willst du schon mal was sagen, worum es geht oder? Also gut, jetzt habe ich gerade von zwei. Also das eine ist eine Komödie, die auf einem Kreuzfahrtschiff spielt über zwei Kunstdiebe und das andere ist eine schwarze Komödie über so eine Paranoia-Geschichte über Menschen, die im Wald auf einen Wolf warten und dann anfangen sich, während sie auf diesen Wolf warten, gegenseitig zu zerfleischen. Sehr cool, das klingt schon mal spannend. Jetzt geht es aber zunächst mal um Parkplatz, Liebe. Möchtest du uns noch was mit auf den Weg geben, Anna? Auf was sollten wir vielleicht achten, wenn wir den Film jetzt sehen? Viel Spaß einfach. Ich danke euch sehr, dass ihr gekommen seid. Viel Vergnügen mit Parkplatz, Liebe. Hier könnt ihr mitgeben. 9 Minuten, dann sehen wir uns wieder. Ja, und nun ist es mir eine Freude, die Regisseurin des Hauptfilmes vorzustellen. Sie heißt Eva Trobisch und das, was wir gleich sehen werden, das ist ihr Debütfilm und kein normaler, würde ich sagen, denn sie hat gleich beim ersten Festival, bei der Premiere, 3 Preise beim Filmfest München gewonnen, sehr renommiert, dann als bestes Debüt beim Festival in Locarno ausgezeichnet worden, den Produzentenpreis bei den Hofer Filmtagen bekommen und jetzt auch international, gerade in den letzten beiden Wochen, erst in Marrakesch und jetzt gerade in Macau, ihre Hauptdarstellerin, den Preis gewonnen. Begrüßen Sie Eva Trobisch mit Alles ist gut. Willkommen in Frankfurt. Ja, danke. Ja, gestern warst du noch in Macau, ne? Gestern war ich noch in Macau, ja. Und das mit den Preisen, das ist ja auch mal so eine Sache, ne? Man kann ihn trotzdem doof finden. Also, ja, es ist ja subjektiv. Nein, aber es wird so, ne?
kriegt so eine Messlatte dann. Aber hast du das Gefühl, dass sich da schon auch was verändert? Also für dich bedeutet das was, dass, also kommen mehr Leute auf dich zu wegen solcher Preise? Weil das sind ja schon wirklich Renommierte dabei. Also ich, so ein Preis wird ist schnell abstrakt. Man freut sich eher darüber, wenn man dann ein einzelnes Jurymitglied hat und mit dem oder der ein tolles Gespräch und man sich dann so in ganz konkreten Begegnungen irgendwie verstanden fühlt. Das ist eigentlich viel mehr wert als das andere. Das ist irgendwie abstrakt, das ist toll und man freut sich natürlich wahnsinnig, aber das geht irgendwie weniger hier rein als dann die persönlichen Begegnungen. Begegnung ist das Stichwort. Du hast ihn jetzt auch schon international präsentiert. Wir haben es zwar noch nicht gesehen, aber ist das etwas, also merkst du, das wird unterschiedlich wahrgenommen im Ausland wie im Inland? Weil du jetzt, wo du gerade aus Macau kommst, bei Hongkong, habe ich vorhin aber auch nachgucken müssen. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt dann plötzlich, wenn der Film dann da auch noch gut aufgenommen wird. Ja, das ist ja auch, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja sehr, das lerne ich, das ist mein erster Film, ich lerne das auch alles gerade erst kennen, dass so Orte dann, Filme dann an Orten präsentiert werden, wo es ein Publikum gibt, was sehr unterschiedlich reagiert, weil es unterschiedliche Kulturkreise sind. Die Jurys sind aber oft international und setzen sich eben aus sehr renommierten Filmemachern, oft auch westlich sozialisiert zusammen. Und insofern gibt es da schon auch immer einen Clash zwischen dem Publikum und irgendwie dem sehr filmaffinen und erfahrenen Fachpublikum und den Jurys. Und klar, also in China und davor waren wir in Marrakesch, hat man natürlich schon einen Unterschied gemerkt. Also da sind die Leute nach 5 Minuten rausgegangen zum Teil in Marrakesch, weil da wurde Alkohol getrunken. Also sowas erlebt man dann auch. Aber das, und andererseits habe ich da ganz tolle Gespräche geführt. Also es ist immer beides, ist schon sehr individuell, der Dialog. Das ist auch das Stichwort. Also nachher wird ein langes Gespräch stattfinden mit dir und Uli. Magst du uns vielleicht vorweg jetzt noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ist irgendwas wichtig, was wir wissen müssen, bevor der Film startet? Ich wollte sagen, ich habe den Film ganz toll gefunden gerade. Wo seid ihr? Super Film, wirklich richtig gut. Das wollte ich noch sagen und ansonsten guckt. Ansonsten ist alles gut, ne? Genau. Okay. Also genau. Film ab, alles ist gut. Eva Drobisch, großen Applaus, danke dir. So, schönen guten Abend auch von mir. Bin froh, dass Sie noch da bleiben und uns unserem Gespräch lauschen und dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Fragen zu stellen. Wir haben einen Film gesehen, in dem es um eine Frau geht, Janne, die traumatische Erfahrung macht, aber alles dran setzt, dieses Trauma sozusagen wegzuschieben. Alles ist gut, so zu tun, als wäre es Teil der Normalität, als wäre es gar nicht passiert vielleicht. Wie kommt man auf die Idee, als ersten Langspielfilm so eine traumatische Erfahrung umzusetzen? Sagst du ja jetzt, ne? Dass es so traumatisch ist. Na, die Umsetzung ist vielleicht nicht traumatisch, aber die Erfahrung. Oh. Ja, also das was immer für Verwunderung sorgt, ist, dass ich gar nicht auf die Idee, also dass es sozusagen gar kein Themenfilm, also ich bin kein Freund von Themenfilmen und ich denke nicht in Themenfilmen und insofern denke ich auch nicht, habe ich auch nicht irgendwie über ein Thema nachgedacht, was jetzt sein könnte, ein traumatisches Erlebnis und wie geht man damit um, sondern ich hab mich für die Figur und die Figurenkonstellation, die relativ früh schon da war, interessiert. Lauter? Lauter? Bisschen her. Der Schwanenhals tut doch nicht sein. Ich habe nämlich gelernt, es ist ein Schwanenhalsmikrofon. Genau. Und also ich habe mich für diese Figur interessiert, die hatte ich relativ früh. Ich hatte sogar ganz am Anfang in der Stoffentwicklung waren der Robert und die Sissy, also ihr Boss und die Frau waren die Hauptfiguren. Und die anderen beiden waren die Nebenfiguren. Und ich habe mich eher wirklich über die Figur und über die Fragen, die ich an diese Figur habe, an den Stoff und an die Geschichte rangearbeitet. Es war früher viel mehr anderen da, also so romärhaft eher ein Porträt wirklich dieser Figur und der Konstellation und der Welt, in der sie da lebt und dieser traumatische Vorfall, wenn man ihn dann so nennen will, der kam in der zweiten Fassung erst ins Buch dazu. Ach, das heißt, es gab, ich will das jetzt gar nicht weiter benennen als traumatischen Vorfall. Das gab es ursprünglich gar nicht. Also wenn man den Film jetzt sieht, dann geht er quasi von einem Punkt aus und wirft dann verschiedene Adern.
Und wenn es diesen Punkt nicht gab, wo war dann der Ansatz? Also wenn du sagst, du hast Fragen an die Figur gehabt, was waren das für Fragen? Mich hat immer die Janne interessiert und wie sie in der Welt steht. Also es war für mich immer klar, dass ich will eine moderne, aufgeklärte junge Frau erzählen, die Zeitung liest, die in einem Beruf arbeitet, wo sie mit Sprache zu tun hat, die dadurch, dass sie Zeitung liest, weiß, was in der Welt passiert. Also irgendwie so Selbstmitleid oder die eigenen Dinge sich verbieten. Die eine Frau ist, die alles mit Ratio anfasst und ihrem Intellekt mehr vertraut als ihren Gefühlen. Und die für sich in Anspruch nimmt, dass sie sozusagen selbstbestimmt und mit freiem Willen in einer freien Welt, in der wir leben, entscheiden kann, wie sie die Dinge definiert, die ihr passieren und wie sie sich selber definiert. Und mich hat interessiert, wo sind diese Grenzen der Selbstbestimmung? Und das war zum Beispiel als Ausgangspunkt eben lange so eine berufliche Entscheidung. Also es war für sie eben auch immer klar, also sie sieht sich nicht als schwaches Geschlecht, sie sieht sich nicht als Opfer, sie sieht sich nicht als Verliererin. Und das war ursprünglich einfach auch erstmal so eine Frage, die ich in den Beziehungen durchdekliniert habe und eben auch in diesem beruflichen Scheitern. Also wer sagt denn, dass das dann gescheitert ist, nur weil man sozusagen insolvent ist? Und wie kann man diese Beziehung zu dem Chef definieren? Also sie ist die Angestellte, aber letztendlich wird sie seine Lebensberaterin. Und also diese Grenzen und Grenzen von Selbstbestimmung, die waren, glaube ich, das, was mich ursprünglich interessiert hat. Also wirkt auch auf mich so, wenn ich den Film sehe, dass dieses Scheitern mit dem Verlag, das Scheitern auch mit der Freundschaft zu diesem dritten Teilhaber, der irgendwie sich so rausstiehlt und dann klammheimlich Karriere macht, wird natürlich konterkariert durch ihre eigene Situation, die dann, ja, sie findet sehr schnell einen Job, viel schneller als ihr Partner und sogar einen relativ renommierten, gut bezahlten, nehme ich an, Job in einem Verlag. Das ist ja eine Geschichte, die hohen Grad an Nachvollziehbarkeit hat. Also Karriere, Wünsche, Vorstellungen, Erfüllungen davon. Und das wird durch diese Situation nach der Abitursparty oder was immer das war, Wiedersehensparty, wird die ja gewichtsmäßig verlagert. Also sie kriegt ein bisschen weniger Gewicht. Ah, für mich hängt es schon zusammen. Also ich glaube, dass sie da schon Lust drauf hat, das zu machen. Dass es natürlich auch eine ganz bewusste Entscheidung ist, dieser Situation auch noch mal weniger Gewicht zu geben oder noch mal weniger Raum zu geben, weil er natürlich auch an diesen Job gekoppelt ist und an auch die ökonomische Verlockung und die inhaltliche Herausforderung, die daran geknüpft ist. Und natürlich einfach so an die Art und Weise, wie sie in der Welt steht. Also sie sieht überhaupt nicht ein, warum sie jetzt diesen anderthalb Minuten besoffenem, schlechten Sex in ihrer Wahrnehmung, ne, ich bewerte das nicht, sondern ich spreche jetzt aus der Figur, warum sie dem jetzt so einen Raum geben soll oder so eine Macht über sich, wenn sie doch eigentlich gerade auf dem Sprung ist, diesen Job annehmen zu können und irgendwie eine für sie positive Veränderung in ihrem Leben einzuschlagen und die ja eh schon aufgeladen genug ist, weil ihrem Freund wird es nicht passen, sie verrät da gemeinsame Pläne. Und das sozusagen dann noch irgendwie doppelt zu belasten, indem man diesem Vorfall einen Riesenraum gibt, das ist für mich schon alles sehr verknüpft. Insofern war für mich auch immer, und das war eben schon in diesem eher mehr andernden Zugang, den ich am Anfang hatte, war für mich immer der systemische Moment das eigentlich Interessante. Also sozusagen nicht das monokausale Durchdeklinieren von eine Frau wird vergewaltigt meinetwegen und dann passiert das so und so und so und spult sich was ab, sondern es ist eben immer, es findet eben immer in einem System statt und es ist sehr individuell abhängig von den Akteuren und von den unterschiedlichen Persönlichkeiten und ganz konkreten ökonomischen wie psychologischen Situationen. Ja, das ist ja das Spannende für mich an dem Film, ist, dass er sich komplett im Graubereich bewegt, dass er keine reine Aggression darstellt, keine reine Opfersituation, keine
Eindeutigkeiten sogar in Bereiche geht, wo sie an der Szene, wo sie ihn am Kopierer trifft und er sagt, wir müssen jetzt reden, kann ich irgendwas machen? Sagt sie, du bist ja süß. Also in einer Situation, wo man irgendwie denkt, ist das jetzt tatsächliche Souveränität, dieses Süß, oder ist das der Gipfel der Hilflosigkeit? Man weiß es nicht. Und ich glaube, es ist beides. Also das ist genau das, was mich interessiert hat und was dann einfach so ein Wahnsinnsgeschenk war in der Begegnung mit Anne und überhaupt mit dem ganzen Cast, dass ich das beim Schreiben eigentlich versucht habe. Ich habe den Film auch aus jeder Perspektive einmal geschrieben und beim Schreiben schon gemerkt habe, da ist relativ viel los und wir dann beim Drehen unterschiedliche Takes mit unterschiedlichen Szenenzielen und Haltungen ausprobiert haben und die alle, irgendwie war alles Teil der Wahrheit, also da war sozusagen die maximale Souveränität, die wirklich gesagt hat, mein Gott, es gab Takes, wo sie sich halb tot gelacht hat, weil sie einfach mit der Situation nicht umgehen konnte, dass der da so völlig überfordert vor ihr stand und dass jetzt da so ein Riesendrama im Kopierraum und so, also die war wirklich, hat richtig lachen müssen, das passierte ihr als Figur und dann gab es aber auch Takes, wo sie kaum ausgehalten hat, mit ihm in einem Raum zu sein und beides stimmte und wenn wir Glück hatten, haben wir dann auch irgendwann so einen Take gefunden, wo das dann so meanderte zwischen den verschiedenen Lagen und layern, weil, glaube ich, alles dazugehört. Ja. Das ist ja das Spannende, dass sie sagt, ich will kein Opfer sein und es ein Stück weit auch schafft, es eben nicht zu sein. Also sie wird aus dieser Opferrolle herausgetragen von ihrem eigenen Nichtwollen. Bis zum Schluss. Am Schluss, glaube ich, bricht sozusagen etwas über ihr zusammen. Und diese letzte Szene in der U-Bahn, die finde ich schon sehr stark. Also da entsteht etwas, was ohne kausalen Zusammenhang zu der ersten oder den ersten 10 Minuten ist und trotzdem ungeheuer viel damit zu tun hat. Bilde ich mir das ein? Das ist auch, also da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie ich über den Film spreche, hätte ich vor einem halben Jahr noch anders gesprochen, weil jeder einen sehr, sehr, sehr anderen Film in diesem Film sieht, was irgendwie auch total schön ist und ein Riesengeschenk. Aber zum Beispiel Vicky Krieps bei der Laudatio in München hat einen Film gesehen, weil ihr selber sowas passiert ist, kein Geheimnis, hat sie so erzählt auch. Sie hat eben genau das beschrieben, also eine Frau, die funktioniert und die sich ermächtigt, die Rolle, die sie spielen will, auszusuchen und ihren eigenen Umgang zu finden und am Ende zerbricht sie daran und bricht es aus ihr heraus und sie sagt zum ersten Mal nein. Für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, wie ich es geschrieben oder intendiert hatte, war für mich das einfach ein Moment, von den ich aus dem Leben sehr gut kenne, also dass man sich viel über auflädt und dann irgendwann, wenn der Stift runterfällt, fängt man an zu weinen und nicht etwa, wenn irgendwie, keine Ahnung, was anderes Schlimmes passiert. Und für mich war mal ganz wichtig, dass das eben nicht eigentlich kein Moment ist, wo ihr etwas widerfährt, sondern in der Reihe der Anhäufung von Verletzungen anderer Personen. Also ihr Freund, der eigentlich wirklich überhaupt gar nicht mehr weiß, was er tun soll durch dieses Missverständnis, dass er denkt, sie hätte sein Kind abgetrieben und wirklich schwer verletzt ist. Und dann eben auch Martin. Das heißt, solange sie für sich Verantwortung übernimmt, kann sie das einigermaßen tragen und diese Rolle auch erfüllen. Und in dem Moment, wo aber sozusagen der Radius der Zerstörung auf andere greift und überhand nimmt, gibt es so einen Moment, wo sie merkt, wo die Räder stillstehen. Das war eigentlich immer so das Bild. Das ist auch keine intellektuelle Entscheidung, war immer so mein Gefühl beim Schreiben. Ja, es ist ja überhaupt keine intellektuelle Entscheidung. Es ist nicht, ich muss jetzt hier mal Nein sagen und ich muss jetzt mal irgendwie so, sondern das war wirklich eher so ein, sie ist eine Figur, die ist immer in Bewegung und immer sofort da mit Lösungen und Antworten. Und da war so ein Moment von Stillstand und nicht mehr weiter können. Sie agiert ja in einem System, wo Entscheidungen gefällt werden müssen. Und diese Entscheidungen müssen Sinn machen. Und die Entscheidung, die sie am Schluss fällt, eben nicht aufzustehen und ihre Adresse oder was auch immer abzugeben, macht keinen Sinn. Genau. Ja. Und es ist so, deswegen ist der Zusammenbruch, ich finde es großartig inszeniert, ist eben kein voluminöser, von mir aus farbenfroher, sondern es ist auch einer im Graubereich, wo man sagt, meine Güte. Ja, so. Jetzt nehme ich mal an, als Autorin hast du volle Kontrolle über die Figur. Oder ist es nicht so?
Ja und nein. Also ich glaube, als Autorin habe ich keine volle Kontrolle über die Figur. Da habe ich eine Idee und dann habe ich eine große Neugier. Also das ist, glaube ich, ich habe eine große Neugier und viele Fragen. Und dann gehe ich ans Set und sammle alles ein, was mir über den Weg läuft. Also das war wirklich so wie so ein Körbchen. Das ist interessant. Wie findet das statt, das Sammeln? Gehst du hin und sagst, ich habe hier eine Figur, die ist im literarischen Betrieb und die ist eine starke Figur. Wie stellst du dir die vor? Sagst du zu Ende, sagst du, gib mir mal was? Oder sagst du, nein, so und so und so und so und so und das sind die Determinanten? Nee, also Anne ist das war wirklich ein Geschenk, dieser Frau zu begegnen, die mittlerweile eine sehr gute Freundin ist, weil sie sowohl intellektuell als auch emotional sehr viel mit der Figur anfangen konnte. Das heißt, wir haben uns unheimlich gut verständigen können von Anfang an, intuitiv wie intellektuell. Und dann haben wir gesprochen und beim Casting eben schon viel ausprobiert und dann war klar, dass das auch unsere Arbeitsweise sein wird und ich habe einfach unterschiedliche Takes mit unterschiedlichen Vorgaben angeboten. Und es gab, glaube ich, in dem ganzen Arbeitsprozess dreimal oder so, dass sie es gespielt hat und wir gesagt haben, nee, es stimmt nicht. Das haut nicht hin. Das ist eben nicht Teil. Es ist nicht Teil der Situation. Und ganz viele andere Facetten und Haltungen und Zugänge waren aber stimmig. Und die habe ich sozusagen alle in die unterschiedlichsten Extreme, also in die absolute Aggression, in die absolute Zärtlichkeit, in die Empathie mit ihm, in die Abstoße, in die Verachtung, in das Runtermachen, in das sich verbinden wollen. Also wirklich alles, was da für mich in der Ahnung im Raum war. Und Anne hat natürlich auch noch Sachen reingetragen, habe ich ausprobiert. Und die auch unterschiedlich aufeinander losgelassen, sodass die Schauspieler nicht wussten, wie sie sich begegnen, mit welcher Energie. Und dann habe ich da im Schnitt sozusagen dieses Körbchen gehabt mit den ganz vielen verschiedenen Varianten, wie so eine Szene sein kann und den verschiedenen Temperaturen. Und habe da geguckt, welche entweder für mich stimmig ist oder aber, und das war dann eben auch das nächste große Geschenk, konnte die mischen. Also konnte eben Takes, man kann ja immer nur so eine Sache spielen. Also man kann einem Schauspieler nicht sagen, spiel mal, dass du traurig bist, aber auch heiter. Du kannst es immer nur nacheinander spielen. Aber du kannst es eben schneiden zusammen. Und dann entsteht so eine Brüchigkeit oder so eine Komplexität, die, glaube ich, einer Realität sehr entspricht, aber zum Teil eben schwer zu spielen ist in einem Take. Ihr hattet 30 Drehtage, das ist eigentlich eine relativ kommode Zeit. Aber bei der Arbeitsweise, wenn du sagst, ich gebe Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu spielen, dann wird es dann doch eng, oder nicht? Es ging. Also ich habe zu meinen Produzenten gesagt, ich brauche nichts außer Zeit. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir hatten eigentlich kaum Technik, wir hatten ein ganz, ganz kleines Team und es war ein Set, was eigentlich ständig aus einem Closed-Set bestand, wo wir wirklich nur zu viert, fünft am Set waren und der Rest war irgendwie außenrum. Und dadurch, klar, hat man mal überzogen und hatte auch mal Zeitdruck oder irgendwie stand unsere Produzentin. Also in der U-Bahn hast du sicher nicht überzogen, das ist ja dann doch zeitlich begrenzt. Ja, das war ein Horror-Drehtag. Ja, und zwar vor allem kotzübel irgendwann, weil wir die ganze Zeit im Kreis gefahren sind und nicht mehr wussten, wo wir sind. Aber eigentlich war das, also ich würde natürlich beim nächsten Film mehr Geld da, als würde ich noch mehr ein paar Tage mehr wünschen, aber wir hatten Zeit, alles auszuprobieren, was wir wollten. Und die habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Und wie sah das Drehbuch aus? War das Drehbuch komplett mit jedem Dialog und jeder Situationsbeschreibung von Anfang an da? Und hast du dann auch bei den Proben beispielsweise schon Veränderungen am Skript vorgenommen? Oder hast du ein grobes Drehbuch gehabt und hast geguckt, was kommt? Also ich war selber total überrascht. Ich habe in London Drehbuch studiert, wo man eine ganz andere Ausbildung genießt als hier. Das heißt, ein Drehbuch ist da wie so ein Theaterstück, eigentlich so bare bones. Und jeder Paragraph darf nicht länger als, also jede Regiebeschreibung darf nicht länger als zwei Zeilen sein, was hier bei Redaktionen zum Teil für totale Verwirrung gesorgt hat, weil die überhaupt nicht wussten, wie sie das jetzt alles zu deuten haben. Die Dialoge waren aber eigentlich alle da und ich habe mir überlegt, dass ich habe damit gerechnet, dass es viel freier ist und wir uns viel weiter vom Drehbuch wegbewegen und viel mehr improvisieren. Und wir haben auch ganz viel improvisiert, aber bis auf eine Szene ist der Film jetzt genau das Drehbuch. Und ich
bin selber überrascht. Aber also es ist keine Improvisation. Wir haben viel improvisiert. Ich habe immer gesagt, also wenn es nicht stimmt, dann sagen wir es nicht. Wir haben uns rein improvisiert, aus Szenen raus improvisiert. Ich habe auch oft stille Takes gemacht oder gesagt, ihr dürft den Text nicht benutzen, damit er sich nicht abnutzt, und benutzt eure eigenen Worte. Aber und oft, Anna hat ganz oft auch viel mehr gesagt, als im Drehbuch stand. Und dann hat man irgendwie mehrere Takes gemacht und irgendwann brauchte man das alles nicht mehr. Und alles, was man sonst gesagt hat, ging so in Subtext und hat man so ins Spiel genommen, und dann konnte man irgendwie mit dem Drehbuchtext, den man ja doch, also ich meine, es ist ja schon was man im stillen Kämmerlein, wo man sich bei was überlegt, und insofern hat das dann doch an vielen Stellen offensichtlich noch mehr Hand und Fuß gehabt, als das, was man dann so aus der Situation heraus spricht. Ja. Wenn du sagst, die Szene mit dem schlechten Sex, das ist vielleicht eine gute Beschreibung, kam erst in der zweiten Drehbuchfassung. Warum? Warum kam sie da? Warum musste sie plötzlich da sein? Naja, ich glaube, weil ich dann schon an den Punkt kam, sozusagen diese Frage nach, inwieweit ist man in einem System gefangen und inwieweit ist man abhängig von den einzelnen Akteuren in der Art und Weise, wie man die Dinge, die einem passieren, benennt, definiert, für sich entscheidet. Also wir können nicht entscheiden, was uns passiert, aber wie wir damit umgehen. Und diese Haltung, die sie ja sozusagen als moderne, intellektuell getriebene Frau so an den Tag legt, wird natürlich die höchste Prüfung für diese Haltung ist natürlich der Moment, wenn sie im archaischsten Sinne einem Mann zum Opfer fällt, in einer Zeit, in der das eben doch sehr aufgeladen ist. Es war weit, weit, weit vor MeToo, aber natürlich ist das ja schon seit geraumer Zeit etwas, wo eine Gesellschaft eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie sich ein Opfer zu fühlen hat, was es dann zu tun hat, wie es einem zu gehen hat. Und diese Bilder sind einfach sehr omnipräsent und sehr, sehr stark. Und die Frage, inwieweit kann man sich dagegen wehren und sich diesen Bildern und diesen Zuschreibungen entgegenstellen, die fand ich dann, um sozusagen dem Thema vielleicht der Selbstbestimmung näher zu kommen, ja, so drängte sich dann so ein bisschen auf. Ja, es wird ja klar, dass, also die Frage, die ich mir erst gestellt habe, warum tut sie das? Tut sie das um ihrer selbst willen, also um Selbstwertgefühl zu erhalten oder um Stigmatisierung zu entgehen? Die wird irgendwann irrelevant, weil es ist sowohl als auch oder auch beides nicht, das ist gar nicht mehr wichtig. Sie könnte nicht diese Position einnehmen, wenn sie ein Opfer wäre. Sie könnte nicht Martin gegenübertreten, sie könnte diesen Job nicht machen und so weiter. Also da hängt so viel mehr dran an diesem Opferstatus. Und das fand ich spannend an dem Film, und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das funktioniert hätte ohne diese Initialzündung. Ohne die Initialzündung dieses schlechten Sex. Ach so, ja. Ja, ja, weil die Opfersituation klar definiert werden musste. Genau, also die, ja, das glaube ich auch. Also mittlerweile bin ich schon auch, es ist schon auch der Film, der jetzt ist, der sich daran, wie du ja auch vorhin sagtest, irgendwie letztendlich, das ist dann schon so ein Moment, der etwas ins Rollen bringt oder dann irgendwie so die Dominosteine anstößt. Also das hätte man sicher nicht so greifen können, wenn man den Moment nicht gehabt hätte. Ja, und der Film geht ja auch mit der Täterschaft um. Also ja. Ein Täter, der kleinlaut ist, der seine Tat bereut, der mit sich selbst eigentlich nichts mehr anfangen kann und der am Ende wahrscheinlich vielleicht umkommt sogar, das weiß man ja nicht, was passiert. Aber da gibt es auch eine Dynamik. Also diese Täterrolle hat dich auch interessiert. Total. Also mich hat, glaube ich, diese Selbstbestimmung oder Grenzen, mich haben auch Grenzen, mich interessieren immer Grenzen so, ne? Sie schubst sich ja auch über Grenzen. Sie schubst ja auch alle anderen über Grenzen. Also sie entscheidet, sie wird ja auch oft als so stille Figur wahrgenommen. Ich finde ja, sie entscheidet unheimlich viel. Also sie gestaltet ja ganz viel. Sie ist eigentlich total aktiv. Und mich hat bei ihm eben auch interessiert, dass es so, dass er ja auch etwas tut, was außerhalb der Grenze des Vorstellbaren für ihn liegt. Also er hat einen viel klareren moralischen Kompass als sie. Er rechnet damit viel weniger, dass ihm sowas passiert, als, glaube ich, Janne. Mhm. Die sagt, ja, mein Gott, also das ist, liegt in der Natur der Sache. Wenn Mann und Frau betrunken irgendwo, dann kann das schon mal so auch vielleicht nicht bis ins Letzte. Aber also das ist irgendwie,
will sie sich da so auch so eine Haltung an zulegen, dass man damit ja irgendwie auch umgehen kann, wie man halt so mit allem umgeht. Als moderne junge Frau muss man ja mit allem umgehen und so. Und da fand ich irgendwie bei ihm total spannend, wie geht man damit um, wenn man plötzlich etwas in sein Selbstbild integrieren muss, was außerhalb der eigenen Vorstellungskraft liegt. Ja? Sie kann sich das nicht vorstellen, dass sie Opfer ist. Er kann sich eben aber auch überhaupt nicht vorstellen, dass er jetzt der Täter sein soll mit all den Zuschreibungen, die ja auch wiederum gesellschaftlich sehr aufgeladen sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob er kleinlaut ist. Ich glaube, er versucht einfach, den richtigen Umgang zu finden. Naja, er ist nicht auftrumpfend. Also auch in der Situation, wo es um die Schwangerschaft geht, sagt sie irgendwie sowas wie, bild hier bloß nichts ein. Das muss ja nicht von dir sein, irgendwie so. Ja. Also da ist schon, er ist definitiv in einer Defensive, aber auch in einer eher für mich kleinlauten Position. Liegt ja aber auch an ihr. Ja, also ne, sie sorgt ja auch massiv dafür, dass das alles dann bloß nicht die Melodramatik bekommt, die es vielleicht haben könnte, wenn man jetzt schwanger ist und so. Aber trotzdem ist auf der anderen Seite, geht ihre Beziehung sozusagen den Bach runter dabei. Ja, genau, aber das glaube ich, also das finde ich ja, das finde ich ja auch total, also das finde ich auch mal total spannend im Gespräch mit Publikum und so. Die geht natürlich schon, die hat schon einen Knacks, da ist Verrat, glaube ich, ein großes Thema. Und das ist eben für mich sehr verknüpft an diese Arbeitssituation. Mhm. Also, dass sie da eigentlich wegziehen wollen und er weitermachen will und irgendwie sie und ein Macher ist, ne? Und sich für sie einsetzt an sehr, sehr vielen Stellen und sie eigentlich auf der beruflichen Ebene ja, mehrfach ihm in den Rücken fällt oder die Verabredung, die sie haben, da aufkündigt. Und das dann wiederum, also das den Nährboden bildet dafür, dass der Verratsmoment natürlich noch deutlich größer wird, wenn er das Gefühl hat, sie macht da irgendwie ihr eigenes Ding und er kommt nicht mehr an sie ran. Und da gab es jetzt immer so viele Fragen, ja, und warum fragt er nicht nach und warum kümmert er sich nicht mehr? Und ich fand das immer, für mich war das immer irgendwie eigentlich auch ein Zeichen von Größe in einer Beziehung, dass man sich in Ruhe lässt und dass man eben nicht die Polizei spielt und den anderen so, also einfach eigentlich in einem Vertrauen ist und sagt, der wird schon kommen, wenn er mir erzählen will, was los ist. Und wer bin ich, da so nachzubohren? Und da wiederum aber auch das sowohl als auch und das Denken in Gleichzeitigkeiten, dass dieses Vertrauen und dieses sich seinen Raum lassen aber eben auch dann dazu führen kann, dass man in die absolute Isolation kommt. Und andererseits von ihrer Seite, ne, es ist ihr gutes Recht, dass sie es nicht, ihm nicht erzählt. Sie kann es entscheiden, es ist ihr Recht, aber trotzdem bestimmt sie darüber seine Position. Sie entscheidet für ihn, dass er der Ahnungslose ist, dass er sich nicht adäquat verhalten kann, dass er da so gefangen ist in irgendwie dem, so ein bisschen dem Trotteltum, der irgendwie nie so richtig weiß, was er, ja, so keine Chance hat. Und das finde ich eben auch spannend, also ihr das zuzugestehen, dass sie es nicht erzählen muss. Und andererseits aber ihnen dadurch auch in die Trennung zu gehen miteinander. Und Sie versuchen, ein altes Haus zu renovieren und scheitern da dran. Ja. Also es ist ja ein Film, es ist ja auch ein Film über das Scheitern. Also, total. Es ist ein totaler Film über Scheitern. Und es ist interessant, finde ich, dass das an so einer brisanten Situation aufgehängt wird, der aber die Brisanz genommen wird. Also wenn wir es schlechten Sex nennen und nicht Vergewaltigung. Man hätte das auch viel drastischer machen können. Hättest du nach MeToo überhaupt noch so einen Film gedreht? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, hätte ich nicht gemacht. Ich will auch nicht sagen, also strafrechtlich ist es eine Vergewaltigung. Ne? Natürlich. Es ist, also wenn, ja, ja. Aber ich finde, ich sage es nicht, weil sie es nicht sagt für sich und weil ich das spannend finde, einfach nochmal zu betonen, es sitzt ja keiner dabei, der Protokoll schreibt. Das heißt, es ist so individuell, diese Situation, dass die Akteure eben voneinander abhängig sind in der Definition. Deswegen vermeide ich das Wort immer so nicht, weil also wie wir anwesend sind, sehen etwas, wo jemand Nein sagt und es trotzdem passiert. Insofern. Warum der Spiegel mit Ibsens Nora? Ja, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist es mir eins zu viel mittlerweile schon. Das war einfach. Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Also das sind so, keine Ahnung, ich wollte als die ins Theater gehen und dachte, man macht dann noch so einen kleinen Augenzwinker. Also mir ist, ich hätte es jetzt nicht mehr gebraucht, aber man hätte es nachsynchronisieren müssen. Wir haben es sogar mal probiert und dann sah es irgendwie komisch aus und dann haben wir die Nora drin. Also die Situation im Theater ist ja schön. Also ja, diese, eben, das ist nur so ein bisschen, ja.
Und dann geht das so raus irgendwie in die große Welt des Theaters und die große Frau Nora. Ja, und eben, ja. Und sie gibt ja auch so eine Referenz von die unterdrückte Frau und so. Das ist ja eigentlich das, was ich eben... Also es war nicht gedacht als Wink mit dem Zaunfall, dass das jetzt eine, dass das jetzt sozusagen eine Spiegelfigur von der Nora ist, sondern dass es eben schon eigentlich eine antagonistische Kraft ist, etwas gegen die sie sich wehrt, also eher die Sissy, die ja auch so eine Gegenfigur ist. Trotzdem, ich hätte jetzt was, also wenn ich es nochmal schreiben würde, würde ich was total Themenfremdes nehmen jetzt. Das ist jetzt die Abschlussarbeit an der Hochschule, das heißt, der Film ist entstanden auch in so einem bisschen einem geschützten Raum. Es gibt wahrscheinlich ohne großen Aufwand Geld und es gibt, ein bisschen wenigstens, ein bisschen von der Hochschule. Ja. Aber es ist noch keine Produktion hier auf dem freien Markt. Nee. Hast du Angst jetzt vor dem freien Markt? Also wir hatten ja einen Sender drin. Ne? Ja? Wir hatten einen Sender drin, aber das war auch nicht viel Geld, aber es gab immerhin einen Sender drin. Nö, eigentlich nicht. Nö, habe ich nicht. Also weil das war nämlich ziemlich schwierig, dafür Geld aufzustellen für den Film. Und alle haben immer gesagt, ich wissen überhaupt nicht, was das soll. Und also wir haben richtig viele Absagen bekommen, weil die Leute nicht wussten, worum es geht. Und das war noch in der ersten Drehbuchfassung. Nö. Das war noch mit der letzten Fassung. Und was die Botschaft ist. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die Botschaft weiß, muss ich den Film nicht mehr machen. Also das ist ja totaler Mumpitz. Aber ja, deutsches Fernsehen, ich sag's euch, ist wirklich. Naja, auf jeden Fall. Sag mal, deutscher Film. Das interessiert uns nämlich hier in dieser Reihe. Ja, das, aber der deutsche Film ist vielleicht nicht ganz so, also da habe ich ja noch Hoffnungen. Aber im deutschen Fernsehen ist es auf jeden Fall schwierig, zum Teil, oder mit den Hierarchien, die dann auch so gelten und mit den Ideen und mit den, das krankt einfach daran, dass in Deutschland Filmförderung so funktioniert, dass es eben an Sender gekoppelt ist und eben auch an Fördergelder und dass dadurch das Drehbuch im Prinzip schon der fertige Film sein muss. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Und wenn im Drehbuch nicht absehbar ist, dass dieser Film wieder Film wird und dass dieser Film gut wird und wie man den einordnen kann, dann kriegen alle kalte Füße und dann gibt es kein Vertrauen. So. Verstehe ich natürlich beim Erstling auch, aber dadurch war es wahnsinnig schwierig, Geld zu akquirieren. Dafür. Es gibt aber die deutsche Mumblecore-Bewegung, die gar keine Drehbücher mehr vorlegt. Die sagt, wir setzen Geld auf die, haben. Ja, natürlich nicht, ja. Aber trotzdem Filme produzieren. So haben wir es auf eine Art ja dann auch, also wir haben irgendwann dann auch gesagt, gut, dann machen wir es halt ohne und hatten dann eine Redakteurin, die uns die Stange gehalten hat, weil sie meinen Film davor gut fand und uns im Prinzip machen lassen hat, aber wir haben dann, also das war die Auftaktbewegung für den Film, 3 Absagen von größeren Finanzierungsbausteinen und dann haben wir gesagt, da kann Enne, wir drehen da und wenn wir 1 Euro haben, drehen wir das für 1 Euro. Und ab dem Moment hat das plötzlich eine ganz andere Energie und dann sind auch wieder Leute aufgesprungen, weil der Zug irgendwie auch so rollte und dann wollte man doch so ein bisschen mitmachen. Ja. Du hast vorhin mit Urs über Preise gesprochen. Natürlich sind Preise schön, Begegnungen sind schön, aber wenn man mit dem ersten Film so einen wahnsinnigen Erfolg hat, international wie national, was macht das mit einem im Hinblick auf den nächsten Film? Also man hat da schon einen gewissen Druck, so, das wäre jetzt gelogen, wenn es nicht so ist. Auf der anderen Seite mache ich es wirklich in dem gleichen Team wieder und ich weiß nicht, also ich hatte einen Wahnsinnsdruck mit dem Film, so, weil ich einfach wusste, das ist so der erste Film, mit dem man rausgeht. Insofern kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt noch so irre viel größer wird, sondern dass ich eher an bestimmten Stellen vielleicht auch ein Vertrauen darin habe, dass dann eine Arbeit mit den Schauspielern eben auch noch Dinge entstehen, dass ich mit dem gleichen Team wieder zusammenarbeite. Also das bringt irgendwie nicht so richtig was darüber nachzudenken. Man kann einfach nur eins nach dem anderen machen und ich glaube, das tue ich nicht, sich nicht übernehmen, sondern so in der gleichen Konzentration und Sorgfalt weiterarbeiten und was dann Filme für Wege einschlagen und also der stand auch unter einem guten Stern. Das war so ab dem Moment, wo wir castet haben, flutschte das. Also man hat einfach gespürt, es ist irgendwie gut, die Energie. Und das kann auch schief gehen. Also ich weiß auch, dass wir auch Glück hatten, was die Komponenten anging. Und insofern kann man sozusagen nur alles tun, was man zu geben hat und weitermachen. Ist das jetzt ein Hochschulnetzwerk, mit dem du weiterarbeitest, oder ist das ein tatsächlich Netzwerk innerhalb des deutschen Kinos?
Also es sind meine Produzenten, mit denen ich schon alles gemacht habe, was ich vorher gemacht habe, und die aus der Hochschule eben, also Trini ist wirklich eine Kommilitonin von mir, mit der habe ich angefangen zu studieren, und David kam dann später dazu, ist aber auch Hochschulkontext, und jetzt überlegen wir aber auch mit anderen größeren Produktionsfirmen Co-Produktionen zu gehen, weil der, ja, also wäre jetzt vorgegriffen, aber gibt so Überlegungen, das zu mischen. Okay. So das Kernteam mit den Erfahreneren. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Fragen offen gelassen. Jetzt kommt Urs mit dem Mikrofon in die Reihen, wo Sie sitzen. Melden Sie sich, wenn Sie eine Frage haben, und stellen Sie sie. Und Eva wird sie gerne beantworten. Auch wenn das abschreckend jetzt klingt. Das klingt nicht abschreckend. Nee, das Mikro meine ich. Ach so. Mich gefragt und frage mich immer noch, warum es diese vielen Totalen gab, also fast nur Totalen. Ich hätte mich gefreut, die Figuren zu sehen. Hatte das einen Grund? Ich bin schon fertig. Es freut mich geradezu, dass Sie das sagen, weil sonst wird nämlich immer gesagt, dass alles zu nah ist. Eigentlich sind wir nämlich sehr, sehr nah. Ja, aber das meinte ich auch. Ach so. Close-ups meinten Sie. Ja, ach so. Das ist so zu nah. Das hat ein Konzept, und das Konzept war, dass wir einen subjektiven Film machen wollten und an den Figuren sozusagen mit den Figuren sehr subjektiv diese Geschichte erleben wollten und eine gewisse Klaustrophobie herstellen wollten, also dass es sozusagen genauso wie sie nicht ausbrechen kann, auch den Zuschauer nicht wirklich sich orientieren lassen kann, den Zuschauer nicht richtig orientieren lassen können wollten. Diesen Moment von man kriegt nie das ganze Bild, man kriegt immer nur einen Ausschnitt, man kann sich eben auch nicht im Raum orientieren oder sich einen Überblick verschaffen, sondern ist so in diesem System gefangen. Das war die Idee dahinter, dass man sozusagen die Distanz zum Geschehen so ein bisschen verwehrt, weil sie der Figur auch verwehrt bleibt. Die Idee verstehe ich, aber ich finde, der Film sieht grottig aus, ja. Wirklich so Tatort-Fernsehästhetik, und durch dieses in CinemaScope auch noch an den Gesichtern dran kleben, ist es einfach nur schrecklich. Und mir geht es dann so, dass auch zwischen den Figuren nichts mehr passiert, ja. Weil man sieht dann unter Umständen den einen Mann, den sieht man von hinten, die Frau, die Hälfte vom Gesicht der Frau sieht man vorne, und es ist einfach so, da passiert nichts mehr zwischen den Schauspielern, da sind keine Blicke, da ist nichts mehr. Die Räume sind völlig ausgeblendet, und bei mir hat es dazu geführt, dass mich das schlichtweg nicht mehr interessiert hat, weil die Bilder derart banal und uninteressant waren, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, dazu zu gucken, und die Dialoge, ich fand den Film wirklich schrecklich. Ja. Gab es da noch eine Frage am Ende? Ich fand ihn toll, vielen Dank. Ja, ich fand das einen ganz wunderbaren Film. Vielen Dank. So, ich wollte auch genau widersprechen. Das fand ich sehr gut. Und ich wollte Sie fragen, jetzt war der Film schon gezeigt im breiten Publikum? Weil ich habe zufällig jetzt über diesen Film erfahren. Und zweitens, gab es Reaktionen von Kreisen, die im Zusammenhang mit dieser MeToo-Kampagne vielleicht liegen, sie haben eine ganz andere Perspektive gezeigt von einer Frau, die sich nicht als Opfer sehen will, ob sie es schafft oder nicht, ist eine andere Sache, aber sie will es nicht, wie sie sagten, diesem Geschehen einen besonderen Raum in ihr Leben zu verschaffen. Wie reagieren andere Personen, die vielleicht betroffen sind? Fühlen sie, dass sich ein bisschen durch diesen Film diskreditiert in deren Leiden, in deren Gefühlen? Gab es überhaupt eine Reaktion? Danke.
Ja, also es gab viele Reaktionen. Ich habe, also es gab sehr viele, es wurde ja auch sehr zu meinem Leidwesen als MeToo-Film dann gelabelt und der Film der Stunde. Achso, die erste Frage war, ob er einem größeren Publikum, ja, er ist ins Kino gekommen. Am 27. September hatte er Kinostart in Deutschland. Und da wurde ja von der Presse eben auch zum Teil so Film der Stunde und MeToo. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit Frauen, die sowas erlebt haben, dass sie... Dass einfach jeder in einen sehr individuellen Dialog mit dem Film geht. Und das ist sehr abhängig davon, was die persönlichen Erfahrungen mit dem Thema sind oder auch was die Sozialisierung ist, wie man überhaupt so einfach gerade gebaut ist und im Leben steht. Und die Erfahrung, dass eine Frau sowas erlebt hat und sich angegriffen gefühlt hat, die habe ich noch gar nicht gehört, aber das würde man mir vielleicht auch nicht sagen. Also ich habe eher von Frauen gehört, eben wie Vicky und vielen anderen, die das erlebt haben und die sehr, sehr dankbar dann dafür waren, dass dieser Umgang damit gezeigt worden ist und nicht der, den man vielleicht aus vielen anderen Filmen kennt, wo man also die ganze Zeit auch die Opferrolle sehr schnell annimmt. Also das ist ja so ein gängiges Bild, was man eben auch aus Filmen kennt. Und mir wurde eben beschrieben, dass viele Frauen, die sowas erlebt haben, und ich habe mich natürlich auch, ich habe ja auch recherchiert, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, dass das was ist, dass das ein sehr naheliegender Umgang für viele junge Frauen ist. So, ja. Was ich immer nur interessant fand, 68er-Generation, die waren eher so, ja, das ist schon ein sehr moderner Film, weil also uns ist doch sowas alles jedes zweite Wochenende passiert und so, also dass das jetzt überhaupt so, dass die da überhaupt am Ende irgendwie so Probleme bekommt, das macht man so. Das fand ich immer spannend. Ja, ich fand den Film sehr gut. Diese Zuwiderhandlung, der schlechte Sex, es war ja wie so eine Bewegung, als würde sie schwimmen. Also es wird nicht, gab keine Konfrontation, sondern sie schwimmt weiter mit diesem Vorfall. Und interessant fand ich dann dieses gruppendynamische Treffen, wo dann diese Rinne, wo der Ball läuft und dann schwimmt es nicht mehr. Sie nimmt den Ball weg und alles ist gestoppt. Und das ist ja auch analog wie die Schlussszene. Also der Wagen fährt nicht mehr weiter, die Bahn ist gestoppt und sie hat eine Handlung vor sich genommen, ohne dass sie jetzt jemanden verletzt hätte, sondern sie ist dann in so einer extremen Situation und es läuft dann aus, dieser Film. Ich hätte nochmal eine Frage. Sie haben gesagt, diesen schlechten Sex, also diese Zuwiderhandlung, die wurde später eingebaut. Gab es denn andere Teile, die gedreht wurden, die jetzt nicht im Film waren? Ach so, ja, das Ende. Also wir hatten ein anderes, das Buch ist, wie gesagt, bis auf die Szene mit der Katze, die ist improvisiert, weil die Katze war nicht da. Die war plötzlich da, aber die stand natürlich nicht im Buch. Ist es 1:1 das Drehbuch, aber das Ende war länger. Und zwar sind nämlich, da ist noch die U-Bahn-Wache reingekommen und hat sie gesehen und hat gefragt, alles gut? Und sie sagt nein. Und dann lassen sie gehen. Also es gab sozusagen von der Autorin noch das Bedürfnis, irgendwie dem Film eine gewisse Weiche zu geben. Weil es nicht, also ich glaube, vielleicht auch, also vielleicht hätte ich mich da übergriffig gefühlt im Sinne von Frauen, denen das passiert worden ist. Ich habe einfach gemerkt, ich kann Verantwortung übernehmen für den Film bis zu diesem Punkt. Und danach wäre sozusagen alles ein Eingreifen der Filmemacherin in den Ausgang dieser Geschichte, die ich einfach nicht verantworten kann. Also ich konnte dafür nicht Verantwortung übernehmen, dass die da reinkommen und sagen, alles gut, sie gehen lassen. Und dann habe ich irgendeine Form von Lösung angeboten, die stand mir einfach nicht zu. Und das war ein ganz klarer Impuls im Schnitt. Bis dahin kann ich es tragen, danach gehört es irgendwie jedem Einzelnen und nicht mehr mir. Ja. Kluge Entscheidung. Ja, das war relativ schnell sehr klar. Eigentlich schon beim Drehen hat man es schon gespürt. Zumal die schwarzen Sheriffs keinen gehen lassen. Ja, also die ist autobiografisch lustigerweise, die Szene, und mich haben sie auch nicht gehen lassen.
Ja, ich habe sie auch mit krankem Kind rausgezogen und zur Polizei geschleift. Weitere Fragen oder Kommentare? Ansonsten ist natürlich auch die Frage, die Reihe hat eine Frage im Titel. Was tut sich im deutschen Film? Du bist mit vielen Filmemachern connected, wir haben es schon ein bisschen gehört. Wie verfolgst du das? Wie würdest du es einschätzen? Was tut sich denn gerade? Und siehst du dich vielleicht irgendeiner Strömung oder anderen Filmemachern irgendwie nahestehend oder zugehörig? Wie würdest du das einschätzen? Also ich, wenn man so drinsteckt, hat man ja immer das Gefühl, dass sich viel tut und viel Spannendes irgendwie in Bewegung ist oder viel versucht wird. Ich würde mich überhaupt nicht einer Strömung zu, das müssen andere machen, man macht halt Filme und mag Leute, die sehr, also ich bin mit Leuten befreundet, wie zum Beispiel Jan Bonny, der macht sehr andere Filme als ich und ich liebe ihn und finde ganz toll, was er macht und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass unsere Filme Art verwandt sind, also insofern finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Ulrich Köhler steht im Abspann. Ulrich Köhler hat einen ganz tollen Film gerade gemacht. My Room. Ich finde ja, es gibt spannende deutsche Regisseure und da gibt es irgendwie durchaus was zu entdecken und man muss vielleicht eher irgendwie an der Hinwendung und dem Image und irgendwie den Finanzierungsmöglichkeiten arbeiten, dass das deutsche Kino so ein bisschen aus seinem Kellerloch ans Licht gezerrt wird. So sehe ich das. Und wir haben vorhin über Netflix gesprochen und über die Streaming-Dienste. Also vielleicht gibt es da auch über einen Umweg, vor dem wir jetzt erstmal alle so wahnsinnig viel Angst haben. Aber die Idee von Netflix, so schwierig man das finden kann, ich bin da auch mal so ein bisschen bockig, wenn Roma dann nicht ins Kino kommen soll und so. Aber da gibt es ja schon die Idee, dass es eben weg von dem, was ich vorhin beschrieben habe, also deutsches Fernsehen oder auch Förderstrukturen, die eben sich sehr absichern, dass ein Projekt von vornherein verlässlich gut wird, was auch immer das sein mag. Und sind ja die Streamingdienste schon ein bisschen eher im amerikanischen Denken auch verhaftet, dass sie sozusagen dem Individuum und einer bestimmten Stimme die volle Verantwortung übertragen und dadurch eben auch sehr individuelle Visionen so wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dieses so viele Köche und dann sagt der noch was und der prüft auch noch mal, ob es vielleicht dann handwerklich gut ist oder nicht so gut ist. Dann kommen halt Kompromisse raus, dann kommt langweiliges Zeug raus. Und ja, da habe ich Hoffnung gerade. Wie würdest du das einschätzen als Anschlussfrage? Du hattest auf Festivals so großen Erfolg. Im Kino hat es ein solcher Film trotzdem wahnsinnig schwer gehabt. Also ich weiß nicht, ob man die Zahlen sagen soll. Also war, glaube ich, bei 11.000 15. oder 15.000 jetzt rausgekommen. Was muss man denn noch machen? Ich meine, du hast wirklich Top-Presse gehabt, Top-Auszeichnung. Oder gibt es einfach diese Trennung inzwischen Festivalfilm versus Film, der im Kino reüssieren kann? Naja, ich habe ja, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, also ich glaube, dass es einfach in dem Standing des Filmes in diesem Land krank, das wird einfach nicht als Kultur, also können wir ja gerne mal gemeinsam drüber sprechen, aber man geht ins Theater, man geht ins Museum, man geht in die Oper und ins Konzert und all sowas, aber ins Kino geht man irgendwie nicht, warum auch, man kann es doch auch alles zu Hause jetzt haben irgendwie und dabei noch seinen Wein trinken und es ist billiger, also Netflix als eine Kinokarte. Also es gibt sozusagen kein Bewusstsein dafür, dass es ein Kulturgut ist und dadurch werden Filme reduziert auf Inhalte und man guckt sich irgendwie eine Synopsis an und entweder die hat was mit einem zu tun, weil auch gerade die Oma gestorben ist und dann geht man eben in den Film rein oder es hat halt nichts mit einem zu tun und dann guckt man den Film nicht an, aber es gibt eben so gar keine filmische Ausbildung, dass man sich vielleicht auch für Gestalten interessiert, die einen bestimmten Blick haben und dann der Inhalt vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern eher man sich für den Blick interessiert. Und das liegt für meine Begriffe massiv darin, dass es weder in der Schule ausgebildet wird, noch in den Universitäten und dadurch einfach das so ein bisschen immer am Inhalt so kleben bleibt und so empfinde ich dann eben auch die Presse. Also wenn ich da haben auch Leute zu uns gesagt, also als mein Verleihchef dann auf der Kinotour gesagt hat, warum kommt ihr alle nicht ins Kino? Und dann haben gesagt, naja, ist das der MeToo-Film? Das habe ich doch jetzt schon irgendwie dreiviertel Jahr in der Zeitung gelesen. Warum soll ich mir das denn noch auf Leinwand angucken? Also so, ne, das dann
So erkläre ich mir das so ein bisschen. Ja. Zahlen der Kinobesucher sind allerdings ziemlich stabil. Also es ist nicht so, dass der Markt einbrechen würde. Das verlagert sich vielleicht nur auf andere Filme, andere Genres. Vielleicht auch ist es nach wie vor in Amerika. Aber es ist nicht so, dass die Leute nicht ins Kino gehen. Also Kino ist schon auch ein Kulturgut. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Zahlenmensch. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit das Gejammere von den Verleihern gehört. Die haben gesagt, es war einfach niemand im Kino. Ja, nee, es war einfach aus, waren auch im Guilty. Und also die haben ja auch, die NFP hat ja auch andere internationale Produktionen. Die haben gesagt, es ist einfach kein Schwein ins Kino gegangen. Also, dieser Sommer jetzt, kann schon sein. Ja. Die Zahlen für 18 kenne ich noch nicht. Na. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, sage ich an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Bevor wir applaudieren, direkt noch die Werbung. 27. Januar ist die nächste Fortsetzung dieser Reihe. Da wird Anca Miruna Lazarescu hierher kommen. Sie ist nicht nur tolle Regisseurin für Kinofilme, sie hat auch gerade für HBO die Serie Hackerville gedreht, dreht jetzt auch bald für Netflix eine deutsche Originalserie und sie präsentiert uns ihren Film Glück ist was für Weicheier. 27. Januar. Und jetzt nochmal großen Applaus für das tolle Gespräch und den tollen Film. Eva Tropisch, meine Damen und Herren. Brich Sonnenschein für das Gespräch. Danke.